Wow, was war das bitte für eine geile Choreo. Aber ich sag mal so, 130 Jahre auf dem Buckel. Dazu auch noch der älteste Fußballverein der Bundesliga. Das erste Heimspiel der neuen Saison, da kann man die alte Dame ruhig mal gebührend feiern. Und damit herzlich willkommen, liebe Herthanerinnen und Herthaner, zu Eine Woche in Blau-Weiß. Was ist in dieser Woche alles so abgegangen? Wie geht's den Spielern? Wie sind die drauf? Wie haben sie trainiert? Und natürlich auch, was geht beim Gegner Gladbach so ab? Fragen über Fragen, die wir hier auf jeden Fall klären werden. Aber zuallererst müssen wir uns einfach nochmal diese wunderschöne Choreo gönnen. Also einfach mal zurücklehnen und genießen. Meine Gänsehaut hat einfach auch nochmal Gänsehaut. Alter Schwede. Und man muss dazu sagen, unserem Keeper Olli Christensen ging es da nicht anders. Der war auch begeistert, hat dann den Stimmen nach dem Spiel verraten. War geil und das war schön zum Zuhause spielen, viele Leute im Stadion. Und ja, wir brauchen alles die Unterstützung von den Fans. Sehr geil. Wir können nicht 3 Punkte geben. Zurückzugeben zu dem heute, aber war geil. Ja, zu den 3 Punkten hat es ganz knapp leider nicht gereicht, aber trotzdem sind sich alle einig. Marc Kempf, genauso wie unser Debütant Djanga Boetius und eben auch Olli Christensen, es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, dass wir noch mutiger einfach das Spiel angehen müssen, also in Ball bis jetzt auch, aber auch gegen den Ball. Und ich glaube, wenn wir das machen und einfach auf unsere eigenen Fähigkeiten vertrauen, dass sehr viel Potenzial hier in der Mannschaft reinsteckt. Ja, ich glaube, wir haben 3 Punkte verdient heute, aber wir müssen auch unsere Chancen machen. Und das was passiert, aber die Performance war gut und das können wir mitnehmen. Und ich glaube, heute mit dem Spiel, mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, war das schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und damit sind wir in dieser kurzen Woche auch schon bei der nächsten Partie. Freitagabend, 20:30 Uhr. Flutlichtspiel im Borussia Park gegen Gladbach. Absolut cool. Und unser Trainer Sandro Schwarz muss sich diesmal natürlich auf eine neue gegnerische Formation einstellen, hat er auch bei der PK gesagt. Ja, das ist eine Mannschaft, die jetzt in den letzten Spielen mit Viererkette gespielt hat. Und das ist der Unterschied jetzt auch, was uns betrifft, was unsere Inhalte betrifft, im Hinblick auf Eintracht Frankfurt und Union Berlin. Und das ist eine Mannschaft, die jetzt über den Ballbesitz gekommen ist, die jetzt viel Ballbesitzanteil hatte, die sehr gute Fußballer hat in ihren Reihen. Und es wird für uns wichtig sein, dann auch sehr gut zu verteidigen, sehr aktiv zu sein in unserer Verteidigungshaltung, um dementsprechend dann natürlich auch unsere Offensivmöglichkeiten auf dem Platz zu bekommen. Und wie bereitet man sich anständig auf ein Spiel vor? In der Analyse und selbstverständlich beim Training. Und während du und ich bei diesen Temperaturen wahrscheinlich schon schwitzen, wenn sie sich nur eine Cola aus dem Kühlschrank holen, ging es für die Jungs bei über 30 Grad auf den Trainingsplatz. Die Rekonvaleszenten Omar Alderete, Dongjun Lee, Jessing Nankam und Kian Suna nicht dabei, genauso wie Linus Gechter, der mit einer Grippe definitiv gegen Gladbach ausfällt. Hinter Darry Sherhand, Lucian Maulida und Captain Plattenhardt steht für Freitag zumindest ein Fragezeichen, wobei Lucian und Platte zumindest schon mal individuell trainieren konnten. Nach dem Warm-up von Athletiktrainer Kuchno
Und ja, Aufwärmen ist bei solchen Temperaturen trotzdem wichtig. Diese Weisheit kann man sich gerne mal in die Kreisliga-Kabine hängen. Auf jeden Fall gab es dann endlich ein Leckerli, die Arbeit am Ball. Sehr schön. Jawohl. Okay. Gut, so Männer, viel Spaß am Ball. Ne? Nach ein paar Passübungen und Spielform stand dann auch schon der Torschuss im Fokus. Und wow, die Jungs hatten richtig Bock. Ja, ja. Zack. Bop. Auch mal mit links. Rums. Ja, und den auch nochmal rein. Fast das Netz kaputt geschossen. Danach nochmal ein paar Selfies geknipst. Ja, sehr gut, Davy. Und dann ab unter die Dusche. Ja gut, eine Dusche hätte ich auch gerne, ist gut warm hier drin, aber wir sind natürlich lange noch nicht fertig. Zu einem Fußballspiel gehören natürlich zwei Mannschaften. Also widmen wir uns jetzt auch dem kommenden Gegner, der Borussia aus Gladbach, und geben da direkt mal dem gegnerischen Trainer Daniel Farke das Wort, der in der Pressekonferenz darüber gesprochen hat, wie sich die Gladbacher auf uns vorbereitet haben. Ja, sehr respektvoll und fokussiert und konzentriert, wie eigentlich auf jedes Pflichtspiel, das wir haben. Ist natürlich so, dass ja, je näher das Spiel kommt, desto mehr gehst du auch auf die individuellen Eigenarten des Gegners ein, auf die Stärken, auf die Art und Weise, was sie im Ballbesitz machen, was sie gegen den Ball machen, und versuchst dann deine Mannschaft irgendwie auch inhaltlich einfach gut vorzubereiten, dass wir wissen, okay, wie wird der Gegner höchstwahrscheinlich dann auch kommen, und ja, es gibt schon ein paar klare Abläufe, ein paar klare Prozesse, wie der Gegner agiert. Das heißt dann natürlich nicht irgendwie so, dass dann die Tagesform immer gleich ist, so das Ergebnis dann irgendwie vorherzusagen ist, aber wenn man sehr, sehr respektvoll und konzentriert, wie eigentlich immer, auf ein Pflichtspiel vorbereitet. Ja. Ja, und leider gehört zum Fußball mit dazu. Auch die Borussia hat ein paar Spieler, die wegen Verletzung vielleicht nicht ganz fit werden könnten. Und welche das sind und welcher Spieler vielleicht sogar doch schon früher als erwartet zurückkommen könnte, darüber hat Daniel Farke natürlich auch auf der Pressekonferenz gesprochen und ein paar Infos gegeben. Rami Benzebaini hatte leichte Probleme mit seiner Hüfte, hat einen Schlag drauf bekommen und konnte dann leider am Dienstag noch nicht trainieren. Das gleiche galt auch für Koitakura. Heute haben die beiden Jungs teilintegriert trainiert. Das sah ganz gut aus. Ich habe große Hoffnung, dass sie morgen wirklich voll trainieren können. Ich habe schon große Hoffnung bei beiden, dass sie beide auch zur Verfügung stehen. Bei Nico Elvedi ist es so, dass er einen Schlag auf den Schleimbeutel im Hüftgelenk bekommen hat. So ein bisschen größeres Fragezeichen noch hinter seinem Einsatz. Und ganz gute Neuigkeiten von Lars Stindl, mit dem haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht so gerechnet in dieser Woche, weil der Plan war eigentlich erst, dass er in der nächsten Woche ins Mannschaftstraining einsteigt und dann werden wir eine späte Entscheidung auch treffen, ob er dann zur Verfügung steht. Gladbach teilt sich aktuell den dritten Platz mit Köln in der noch jungen Saison, konnten 3-1 gegen Hoffenheim gewinnen und letzte Woche dann 2-2 gegen Schalke. Wenn man sich jetzt unsere Auswärtsstatistik in Gladbach mal zuletzt anguckt, dann stellt man fest, dass Statistiken eigentlich gar nicht mal so wichtig sind. Ja. Okay. Na gut, aber wir picken uns trotzdem einfach mal ein paar gute Statistiken raus, denn wenn man sich die junge Saison mal anguckt, konnte bisher noch kein Heimteam sein Freitagsspiel gewinnen. Also spielt das uns schon mal so ein bisschen in die Karten. Und wenn man sich dann die gesamte Bundesliga-Bilanz gegen Gladbach anguckt, dann sieht man, dass es eigentlich schon ziemlich ausgeglichen ist. Gladbach ist nur mit einem Sieg vorne, mit zwei Toren besser. Ich sag mal so, da kommt mein innerer Monk ein bisschen raus. Der hofft natürlich, dass nach diesem Wochenende diese Bilanz zumindest ausgeglichen ist. Ja, also schön Däumchen drücken, dass Hertha das Ganze heute reißt. 20.30 Uhr, wie gesagt, geht das ganze Ding ab im Borussia Park und ihr könnt euch das Ganze natürlich live geben und ansonsten natürlich auch so unsere Truppe anfeuern. Und ja, auch wenn man natürlich nicht die Zukunft voraussagen kann und sagen kann, wie das Spiel heute Abend ausgehen wird, werfen wir trotzdem mal einen kleinen Blick in die Zukunft, nämlich auf die Zukunft von morgen. Unsere Hertha-Bubis, die U14, U15 und U16, befindet sich aktuell im Trainingslager in Polen und bereitet sich da auf die kommende Saison vor. Unter anderem mit dabei auch Thomas Broich, war Ex-Profi, und so schließt sich nämlich auch der Kreis, weil er eben auch Spieler in Gladbach war und kennt natürlich eben jetzt auch die Hertha seit Anfang des Jahres, da ist er Leiter Methodik, aber wir haben ihn natürlich auch erstmal gefragt, was er heute für ein Spiel erwartet. Ich stelle mich auf ein richtig flottes, munteres Spiel ein. Also ich glaube, dass beide Teams bislang in der neuen Saison wirklich versucht haben, attraktiven Fußball zu spielen, also viel von Fuß zu Fuß, viel 1-gegen-1 Situationen auf vorderster Front. Also es wird nicht einfach für die Hertha, aber
ich glaube, dass es zumindest für den neutralen Zuschauer ein ziemliches Spektakel geben könnte. Nun aber zu Thomas Broich selbst, Leiter Methodik. Ja, was bedeutet das eigentlich? Was macht man da? Genau das haben wir ihn gefragt, Thomas Broich, im Interview mit Hertha TV. Was macht man als Leiter Methodik? Die Aufteilung ist ja so ein bisschen so, Konzeption ist das Was und Methodik ist das Wie. Und dieses Wie wir es umsetzen wollen, das findet halt auf dem Platz statt. Und ich finde es einfach geil, mit den Trainern gemeinsam diese Sachen dann da aufs Parkett zu zaubern und vor allem die Jungs dabei auch zu begleiten und dann genau umsetzen zu können, was uns eigentlich vorschwebt. Also eine Übung kann ungefähr gut sein, wir können die aber auch maximal gut bauen und eine Übung ist auch gefühlt nie fertig und in der Zusammenarbeit, im Austausch, im Erleben der Übung auch, kriegst du raus, ist da ein Flow, ist es spielnah, erzielen wir die Fortschritte, die wir brauchen. Deswegen ist es für mich also irgendwie essentiell, dass ich da mit dabei bin, weil ansonsten irgendwie so ein Spagat wäre zwischen der Konzeption, der Vorstellung von irgendwas und dem, wie es auf dem Platz dann umgesetzt wird. Wir haben ganz viele Meetings, wir sitzen so auch mal einfach mit den Trainern, mit den Verantwortlichen zusammen. Wir lernen uns auf die Art und Weise viel, viel besser kennen. Wir können inhaltliche Themen dann nochmal nachbesprechen, Sachen vorbereiten. Also es sind wirklich traumhafte Bedingungen hier. Das komplette Interview mit Thomas Broich findet ihr auf unserem OTT-Kanal. Einfach mal herthatv.de auschecken, da findet ihr dann das Ganze. Und das war eine Woche in Blau-Weiß, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Seid beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei. Heute Abend sowieso schön die Däumchen drücken, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann gerne beim nächsten Mal wieder reingucken. Hau hey, euer Dennis. Ciao, ciao, macht's gut.